Hallo! Guten Tag! Ja, was soll ich sagen? Es geht wieder in die Leichengrube. Ich habe da ja diesen Vollblock gehabt, der ganz hinten in der Ecke war. Ohne Safe-Spot. Mittlerweile ist diese Dämonenwelle, glaube ich, gewesen, als ich dort ankam. Also, das heißt, ich darf jetzt hingehen. Ich darf noch eine Dämoneninvasion aufhalten. Bin mal gespannt. Die müsste, glaube ich, immer noch sein. Nee, die Zeit ist reset. Okay, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Mehr ist nicht resettet, oder? Ja, komm mal her. Klar, komm her, du kleiner Dämon. Läuft ja gerade gegen das Metall rum. Ich glaube das nicht. Ja. Lernen wir, Dämonen sind dumm. An Metall kommen die nicht vorbei. Das ist schon mal Busen. So, ich weiß, hier ist einer. Und hier war nochmal ein großer Dämon. Ah, da hinten ist er. Ha. Daher oder? Entschuldigung. So, jetzt muss ich eh, bevor ich zum Boss kann, mich erstmal nach und nach wieder vorbewegen. Also, er hat gespeichert, wo ich gestorben bin, aber die Dämonenwelle hat das komplett zurückgenommen. Das ist irgendwie strange, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da kann ich nicht hoch. Weil ich da wieder hoch muss. Das Skill oder was? War ich hier überhaupt noch? Ja, doch. Ist, ich weiß, wo der Safe Spot ist, aber ich kann nicht hören. Okay. ja. Da komme ich halt auch nicht dran, weil ich halt dafür alles drin habe. Da oben rauf ist das einfach. Das ist so gut. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ich überlege gerade auch, ob ich hoch genug komme. Ich glaube, ich komme gar nicht hoch genug. Was denn? Oder ist ja irgendwas nicht drauf? Nee. Okay, ich muss irgendwas anderes machen. Nicht hochkommen, wenn ich nicht.
Da kommst du drüber, ja natürlich. Ach, ihr Kackbratten. Lol. Die Leiche, oh mein Gott. Überhaupt nicht gewundert, wenn es hier irgendwas liegt. Ah nee, ne? Denn das ist mein Geist. Bin da wieder wirklich gar keine Lust. Problematisch ist, ich habe kein Heal frei, aber ich habe fast beide drin. Naja, komm, machen wir einfach mal. Es kann schon passieren, dass er so schnell ist. Naja, gut. Ich hatte ja einmal den Boss ja schon fast tot. Beziehungsweise die Bosse. Die haben ja zwar eine HP-Leiste, aber die haben beide unterschiedliche Einzel-HPs. Auch das der Hammer. Touchen.
weggehe und zurück. Ich bestelle jetzt aber auch kein Leben mehr. Also kein. Gut, dann wär's dann weg. Was macht er eigentlich? Bilder und Beinkleidung. Verweckt man aber erhöht den Wert für Reflex. Oh. Dann aktivieren. Zack, Reflex. Der Weg zum Boss schafft fast so viele Punkte, weil er immer. So, ich gehe kurz Leben recken und dann geht's zum Boss. Ohne Ausdauer. Es gibt kein Dodge, es gibt keine Angriffe, es gibt kein Block, es gibt kein gar nichts. Nun bin ich gespannt, wann ich erst mal richtig Zauber lerne. Vor allem, wie die wohl dann sind, die Zauber. Das finde ich. Der Opferdolch, den ich am Anfang gefunden habe, gibt mir auch Kultwurf. Also, hat eine Kultverwertung. Das heißt, ich würde mit dem auf Reflex und Kult gehen, das heißt, ich kann zaubern und alles. Und das Nachteil. Aber dafür würde ich jetzt mal den Kult zu Wahnsinn geben. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo. Thank you.
Okay. Okay, der sperrt 60 Fuß im Leben aus. Und du hörst ihn einfach nicht. Du hörst zwar dieses Fußgelaufen, aber das könnte halt genauso gut von dem Typen sein, der genau vor dir steht. So scheiße, sowas. Das mit dem, dass man kein Hit-Feedback kriegt, das ist immer noch das Schlimmste eigentlich, gleich an diesem Spiel. Ich hätte so gerne ein Hit-Feedback. Ich weiß, okay, hab ich jetzt gut oder viel damit gekriegt oder hat der Gegner halt gut oder viel damit gekriegt. Du kriegst halt teilweise schrecken die Gegner gar nicht zurück, was du ja mit dem Skill ändern kannst, aber du siehst es halt auch nicht an dem Treffer, wo überhaupt getroffen wurde, denn da hörst du jetzt einen guten Sound, aber manchmal hörst du gar keinen. Das kommt immer auf den Gegner. Dich kann ich auch nicht. Ist mir jetzt egal. Den hier am Weg auch. Aber zurück und dann den direkt in den nächsten. Bevor ich jetzt hier kann ich wirklich nicht gut sagen, Gott. Die Axiom verliere, es wird mir egal eigentlich. Das Leveln kann ich eh immer und Farm kann ich nur blau. Ich hab's nicht so cool. Ich bin ja schon happy, dass die Lanze, also die Knebel wieder, trotzdem weiter levelt, auch wenn ich wenn ich verkaufen sollte. Also ich hätte nicht resettet, wenn ich schon. Hä, hey, what the fuck? Ne, ernsthaft jetzt? Ich wollte das Ding aufheben. Okay, das ist jetzt nicht erwartet gewesen, aber schön. Was war das? Steht das dabei? Nee. Was bringt mir der? Also. Warte, wenn ich hinaus. Ah ja, okay, der zeigt mir Verstecke. Auf Buckel oder was? Ja. Hey, wie geil ist das denn? Hey, der hat mich getroffen. Ne, ernsthaft? Aber jetzt. Aber ich hab random einfach. Okay. Interessant auf jeden Fall, versteckt. Das ist so. Oh, das ist nicht gut. Hätte, dass es so funktioniert, hätte ich das die halbe Zeit so gemacht. Zeigen doch. Ja, schon. Aber eigentlich. Was war das hier? Ja, genau. Ich konnte hier aber unterspülen. Das ist jetzt wieder Zeit. Aber so sind Secrets magisch. Auch wenn die sehr interessant versteckt sind. Also. Ich muss mal kurz das so was gucken. Das macht doch übrigens die Tomate. Zeigt das mir ja auch die eigene Art. Vor allem zu
wissen, dass du mit Viereck einfach an der Wand schlagen kannst. Also ich hatte schon eine Stelle, die kann ich kaputt schlagen. Okay. Ich hätte mir ja auch erstmal zu. Wann kriegst du da rein? Aber ja, dass du hingehst und wirkst aber Viereck aus der Sinne. Ist das nur ein Boni? Fand ich nun nicht. Hier wäre was. Beigesetzt. Was? Vielleicht noch unkampiert auf der Stelle. Oh nee, komm. Dodge-Rolle. Scheiße. Aber okay, warte mal, ich muss jetzt gleich gucken, was da unten sein soll. Dann mal. Das ist oben während dieses. Nee, während dem schwarzen Loch war da nichts. Pack, Alter. Okay, ist auf jeden Fall interessant, dass es sowas gibt. Also. Heim. Alter, wer kommt denn da drauf? Random einfach an der Wand vier. Fuck. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Dinge ich mit dem Ding finde. Ich hoffe einige. Hier schon einen Punkt angezeigt, damit man weiß, hier ist ein Secret. Ah ja, okay. Also das sagt dir nur, in der Nähe ist was. Nicht, jetzt ist es direkt hier vor. Okay, es sagt ja nur in der Umgebung. Also direkt an der Stelle wo ich stehst. Wo man hingeht und kippt, kippt man dann alle. Ja, komm her. Nachlesen, das ist safe, wie merkwürdig, das ist nicht. Das zeigt halt. Also, das Licht erklärt sich selber und Umkehr auch, aber das andere nicht. Scheiße, Portal kann ich da gucken irgendwie. Naja. Ah, scheiße, Mann, das ist wirklich nur ein Kompass und was. So, und da drin ist ein Portal. Schaff ich mal. Ja, komm, schaff ich. Hoffe ich. Yeah.
dann ist er gar nicht. Dafür, dass ich halt die Stelle jetzt als Albtraum ist. Schön. Hier war halt noch ganz viel. Das ist, glaube ich, eine Stelle, wo ich falle. Ich glaube, da stehen jetzt die Gegner ewig lang. Jetzt sind mal die 6 noch. Das kannst du nicht. Da standen jetzt 6 Gegner einfach im Raum drin. Ah ne, okay, sie sind mittlerweile drin. Ich hab nicht mehr gesehen, dass ich da komme. Tada! Wo sind denn die anderen? Kommen die jetzt? Die anderen hängen hier oben noch ab, okay. Sag ich jetzt mal nichts dazu. Chill einfach. Sehr gut. Ja, aber hier ist doch bestimmt auch euer Boss. Ja, hier war ich ja auch schon. Ja, da können wir außen noch machen. Feiern wir mal. Ich weiß ja jetzt, dass es Secrets gibt. Alter. Ich sehe hier noch irgendwo eine versteckte Wand oder so. Das sind die Ausgänge von den Viechern, auch von den Viechern. Gehen wir einfach mal weiter. Warte mal kurz, die Waffe noch, was ich gekriegt habe. Schadenszuwachs, die Waffe fühlt sich hart leicht an. Ist er doch scheiße. Ich so, dass der Pisser ist hier irgendwo. Ach, Kacke. Okay.
es einfach Geheimgang wäre, um durchzukommen. Aber nein. Da hinten müsste noch einer sein. Ja, okay. Gut. Ich geh den Burn im Job durch. Natürlich super. Komm noch rein. Muss ich mich an den Viechern hier jetzt einmal machen. Hätte mich bemerkt, ja. Was mich wundert, wo jetzt gerade der Geist ist. Ist ja eigentlich hier so. So.
Oh, warte mal, da. Das war es ja noch zu. Warum hat nicht die vorgegangen? Schubsen war das jetzt nicht, aber... Ich dachte eher, dass ich die weiß, sondern... Weil die Kinder waren, glaube ich, vorher nicht da. Ne? Aber das hat nicht funktioniert. Werde ich ja da hochrennen, aber es geht nicht. Ist vielleicht hier hinten Ausgang, was da los ist. War ich in der Seite das eigentlich drin? Ich glaube schon. Gehen wir mal zu den Typen, die mir auf den Sack gehen. Schauen wir mal. Bei einem Gegner spawnen hier nämlich nach. Zeit. Bis so lange brauche, sind die einfach wieder alle Gegner. Das wäre jetzt nicht ganz so vorteilhaft, glaube ich. Oh, warte mal, glaube ich. Schade. Hier ist mein Muskel, glaube ich, nicht.
keine Heilung mehr und ich bin fast ein Hit von ihm. Dann, wenn die Eltern, die eine Wohnung unter einem haben, einfach mal in die Wohnung anzukommen und nach einem Passwort zu fragen, das sie selber haben auf einem Zettel. Und das während eines Bosskampfes in einem Spiel, in dem man nicht pausieren kann. Na geil. Okay. Gut, wahrscheinlich hätte ich das eh nicht geschafft, aber das muss jetzt nicht in der Wohnung noch sein. Dann. Thank you.
hast du zumindest einen ganz kurzen Iframe. Hier fühlst du dich jetzt zu keinen, weil du hörst nicht, gehört nicht mehr die Rolle. Das heißt, du weißt nicht mal, ob die jetzt richtig gestartet hat für das Spiel. Du hörst nicht den Schmerzensschrei während der Rolle, weil der wird meistens gecancelt durch deinen normalen Mantel, wenn du hörst. Ja. Sehr berühmt ist, mit jedem Mal, wo ich weiter und doch ein Level gehe, der Boss in mein Leid. Das war nicht viel, aber ich hoffe, dass ich den anderen Boss einfach gewonshottet habe. Also, Schlag ist nicht, sondern gewonshottet in dem Fall, dass ich immer am ersten Such direkt geschafft hatte. Du spring da, Ansprung mit hoher Reichweite. Da ist schon wieder der Geisterschwein. Nee, nee.
aber ja nicht. Soll man die aus dem Nahkampf denn eigentlich wegkriegen, also blocken? Kann die eigentlich versuchen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Jetzt ist wieder dieser Geist im Untergrund, hittet mich ein-, zweimal, haut mir dabei die Hälfte des Lebens weg. Und ich muss mich wieder heilen, obwohl kein Gegner da war bis jetzt. Das ist so scheiße. Denkt sich dann sowas auch. Das mit dem Geist an sich ist ja nichts Schlimmes, dass sie das gemacht haben. Weil dass dieser Geist so viel mit dran ist, sogar in den Bosskampf mit reinzukommen, ist eigentlich so. Nicht so geil. Hätten sie machen können, dass er immer außerhalb des Bosskampfes. Ja, okay, aber nicht in den Bosskampf. Benutze, die ich in der Tasche habe. Die eigentlich ein Weifchen. Da scheiß aufs Dorf. Ist ja wirklich um welche Gegner ich entgegen. Würde ich sagen, ich gebe Carsten, da muss ich Eo nachher noch gehen, weil derzeit gilt es ja noch nicht, weil ich kenne Zauber. Würde ich auf Genauigkeit gehen, das könnte ich sogar schon machen, weil ich habe eine Waffe. Habe ich aber Bock drauf, ist die angemacht. Tragkraft muss ich eh einfach mal erhöhen, aber ich. Im Moment habe ich noch keinen Grund dafür. Alles fragwürdig, nehme ich mal. Genau. Vor allem, wenn man wenigstens von Anfang an Zauber haben könnte. Damit man sagt, okay, du kannst wirklich richtig entscheiden, ob du Zaubern, Reflex oder Stärke geben willst. Und das ist ja die Wahl im Prinzip soulmäßig gar nicht. Denn du hast keine Zauber. Die Tür ist wieder zu, glaube ich. Yeah!
bin ich jetzt gestorben. Ich habe jetzt mal hingekriegt. Also muss ja einen Grund haben, warum ich Damage gekriegt habe. Das Ding kann gegen Wände klatschen und löst sich dann auf. Dann kriege ich keinen Schaden. Aber jetzt habe ich gerade Schaden gekriegt, einfach random. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Langsam Heilung. Ja, das Ding hätte ich. Geschützturm, ja, okay. Warum gibt's das? Aber ich hab's noch nicht. Schade. Sehr spät. Es gibt ja ein Safe Spot. Ich bin noch drin. Und ich bin einfach zu doof, um noch zu gehen. Dass ich einfach nicht weiß, dass da irgendwo, keine Ahnung, irgendwo eine Treppe ist. Oder? Jetzt schon mal, dass der Geist mich gleich wieder markiert. Auch glaube ich nicht sehen dürfte. Kampf flüchten gerne und wenigstens mal die Axiompunkte aufgeben. Was hier nicht geht, kannst zwar Heimkehr gibt es in dem Sinne zwar, aber nicht während dem Kampf. Also während dem Bosskampf zumindest. Stehen nämlich dann in diesem Bosskampf. Sehr unangenehm. Viel Axion haben wir hier. Zumindest darf es ja eigentlich auch noch sein. Ja, nee, das kann ich vielleicht machen, wenn ich besser bin. Echt jetzt? Wer hier kriegt Bonusschaden von hinten? So erflacht das hier nicht mehr.
Okay. Ja, ich. Liegt wahrscheinlich aber auch unter anderem im Wasser. Ach, steht ja drin. Anderen Mobs ja alle relativ gut. Oh. Kann ja auch nicht sein. Ich level jetzt so scheiße. Komm, hau mir jetzt ein paar Aktien rein und dann baller ich den Boss immer übers, aus dem Leben raus. Ich überlege halt nur, ob ich auf Stärke oder ob ich auf Schnelligkeit. Nee, ich meine, die Schnelligkeit ist auch nicht so gut. Schild benutze ich. Der Schaden, wenn du kein Hit bekommst. Jetzt, wenn jetzt immer noch Probleme macht, dann mache ich irgendwas Grundlegendes mit dem Damage. Ich
Okay, dann halt nicht. Was für ein Pisser. Direkt kommt ein kleiner Tischmann. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist hier denn das? Gibt's ja nach dem Boss normalerweise immer das. Schlechter Scherz. Der lebt noch.
das war keine gute. Es gibt also Hallo schon. Ich hab gerade erst einen gemacht und hab nicht mal einen Checkpoint gekriegt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Warte, erstmal wieder runter, jetzt suche ich erstmal einen Checkpoint. Was ist das denn? Oh ja, du hast einen Boss besiegt, ja, aber er ist sehr nervig und jetzt kriegst du noch einen. Okay, danke, ich freue mich. Sehr gut. Das ist der gleiche Humor wie der Axel. Aber. Was zum Geier. Erholungszeit. Oh, Zugangsdaten zumindest. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich komm sogar hier. Ist die Frage, ob hier ein Plan ist. Oh, warte mal, ich kann ja trotzdem mal anfangen mit dem Checkpoint. Das ist gar nicht so schlecht, das kann ich ja nicht machen. Weil es macht mir nichts aus, wenn ich mal so 6.000, 8.000 Akten ja, weil. Juckt mich halt nicht. Bei 43.000. Ich bin mir ein bisschen wehtun. Vor allem, weil es so 2.000 kostet, die Level zu machen. Ich bin halt jetzt. Ich level mal, ja. Von 8 bis 20 hätte ich gesagt, okay. Das. Auf 8, das auf 12. Jetzt sag ich mal. Wenn ich jetzt 11 bringe, krieg ich einen Damage. Das war noch 10. Hier
schon mit den Rissen, wo ich mich jetzt geärgert habe die ganze Zeit. Das wäre so. Steinmann, das ist am Moment. Ich bin defensiver, desto mehr ich darüber frage, was der Kurat sein könnte. Ich habe einfach einen halben Schatz mit dir rum. Wieso kann man hier sein, dass nichts bricht? Ja, da macht er schon noch was. Wieso kann man noch gefunden? Ah, okay, man kann da anscheinend rüber springen. Und das war's. Außer, dass ich sterbe und nicht daneben springe. Was hat das jetzt gebracht? Ich kann jetzt hier drauf. Okay. Was jetzt? Oder ist er darüber? Ja, okay, warte mal, das kann ich ja ausprobieren. Ich habe wirklich tot, aber kann ja auch nicht passieren. Okay, bin ich jetzt irgendwo anders? Nö. Ah, ich hätte behindert. Anders hier bei irgendwo so noch zu mir. Okay, wir müssen los. Ah.
Okay, anscheinend ist das aber der richtige Weg für die nächste Zone. Ich habe aber schon Post gefunden in der anderen Zone. Hä? Was? Okay, gut, dass da was dazwischen war, sicher ich hätte. Okay, also ich habe mehrere Wege, die ich laufen kann. Und keinen weiß ich immer richtig. Haha. Ist das toll! Oh Mann. Sowas zu finden, da freut sich auch jeder Spieler. Aber ist da wieder eine Wand durch? Ja, auch einmal von hier aus angespielt. Wäre vielleicht sogar. Wenn ich dann da oben mit runterfallen kann. Das sehe ich jetzt erst. Ne, warte mal, ich kann mit. Kam da ja gar nicht hin. Na egal. Das ist wieder so ein Scheiß, Alter. Will ich nichts machen. Auf jeden Fall, was man rüberbringen soll, aber in meinem Glück knall ich jetzt mal kurz. Hopp. Was? Ich war doch noch was.
Aha, Muster B, Auge 2. Das da konnte ich anklicken. Der Mund hat mich nicht mal angekratzt, aber der hier haut mir direkt. Du! Oh Gott, ey. Zumindest das passiert in anderen Souls-like-Spielen nicht. Die Charaktere fallen wie ein nasser Sack einfach runter, wenn du irgendwo eine Treppe entlangläufst. Und nicht wie das. Der ist drei Kilometer springen. Oh Mann, ey. Ja, geil. Ja, okay, muss ich nochmal hinlaufen. Oh, die Axt ist für Caster. Merke ich gerade. Maximale Energie. Okay. Ey, nee, komm. Hallo? Wie hat er mich jetzt instant beim Schlagen? Dreckschwein. Der hat Aktion gegeben? Der Geist? Verdammt. Sterben und Hofer. Ich meine, was? Ich level mal die Axt zu Ende. Ich würde halt gerne wissen, welche Waffen was machen. Dafür muss man die halt leveln. Habe ich jetzt geskippt von den Gegnern. Ne, kann man nicht machen. Raus kommt man dann mit der Damage Reduction.
klar. Irgendwas im Essen, das irgendwas in den Medikamenten. 2 von 100 Möglichkeiten, uns zu schaden. Sie haben gelogen, sie haben alle gelogen. Soll ich jetzt mal gucken, was genossen ist? Das ist eine Glasscheibe dafür, ich dachte, da wäre. Jo, gut. Runtergepupst. Machen wir jetzt mal Cheesy Raygun. Rollt immer noch. Ne, ich glaub's ja nicht. Ist sie jetzt runtergefallen? Das ist geil. Warte. Ah, schade. Okay, aber das war. Das war. Keine Ahnung, wie ich hier bin. Das ist weg. Axtwurf, mächtiger astraler Axtwurf. Nice. Axt bleibt da hängen, das war schon eine Zeit. Welche Tür ist das hier? Die Tür der dritten hat sich geschlossen. Okay. Wo zum Geier bin ich überhaupt? Das gibt's ja gar nicht. Schöne Gegenstand wurde von den Adepten zwischen dringenden Augen getroffen, die ihn während der täglichen Zwiesprache stolz hochhalten, er dient zugleich zur Stärke und Symbol ihrer Offenheit. Okay, also es ist eigentlich ein, ja, ein Passerschild. Cool. Kriegt man zwar nichts, aber es ist cool. So, hier bin ich ja. Hierher gekommen. Ja. Ich muss hier draußen mal noch gucken, was hier los ist. Komme ich, glaube ich, her. Kann das sein? Nee, schau mal nicht. Da ist die Übel zu gesehen. Das ist der, ach, das ist der, wo der Mutter kommt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hier genau bin. Ich bin irgendwo. Ah, okay. Oder sieht das nur so identisch aus? Das kann ja auch sein.
sehe ich. Okay, habe ich dann oben jetzt alles? Ich hoffe ja. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Weil habe ich aber immer noch nicht den Shit. Und ich habe immer noch nicht diesen Kack-Safe-Spot. Okay, das würde keinen Sinn machen, wenn hier nichts wäre. Hier ist absolut nix. Was ist das denn? Zum Geier bin ich! Das ist ja unfassbar! Ich bin verloren. Also ich habe mich mal, falls irgendwo random irgendwo ein starker Gegner kommen sollte. Das ist nicht instant vorbei, das ist für mich. Ich würde auch gerne wissen, warum auf einmal dieser 15% Boni nicht mehr da ist. Eigentlich nicht, wenn man auf Details geht, die anderen Skills noch mal angucken. Oh nein. Okay, gut. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, ich komme mit Bossklone, wenn ich so einen Scheiß mache. So, Surprise! Mich auch nicht wundern, oben ist ja auch schon was raus. Will ich wirklich hier sein? In einem riesigen Raum, wo sonst nichts ist. Was ist das denn?
Die Arkologie, okay, was? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin auf einmal? Aufdruck ist jetzt online. Aha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, hier bin ich. Abbringen hier nicht bemüht. Dankeschön. Okay, also. Ich kann immerhin jetzt an den Riss hier gehen. Wo ich vorher den anderen Boss hatte. Ah, ich hab genug. Habe ich dann später aufgehen soll. Ausdauer bis auf 10 haben. Ich muss ja nochmal umstellen. Muss hier scheinbar im Zimmer beantragen. Ja, ja. Das ist. Reden in Russisch, aber benehmen sich wie die deutsche Waffenindustrie. Das ist ja super. Da kann ich nichts mehr machen. Was ist eigentlich hier hinten dran? Flammenwerfer. Wahrscheinlich nö. Mache ich das trotzdem kaputt? Ja. Ne, warte mal, ich war, glaube ich, war in dem Raum sogar schon. Oder? Ne, das ist der Dämon. Ich bin auch vorher noch nicht in dem Raum. Also nicht vor der anderen Zone. Ich bin einfach im Kreislauf. Hallo. Sinn des Wortes. Erstmal Schuss setzen. Ah!
einen Scheiß überhaupt zu auf seiner Basis? Nur das freiwillig. Aber die haben das ja freiwillig gemacht, die Idioten. Wieso ist hier noch ein Dämon? What the fuck ist denn hier los? Ja, komm mal. Prätermensch, Beinstück. Okay. Also die Runde muss ich. Hier ist denn was? Ich krieg hier schneller Risse als in der kompletten Stadt da drüben. Das ist doch jetzt ein Scherz. Und was machen? 5000 Dinge gekostet. Einmal aus. Oh, jo. Oder Aktien, das ist ja nicht sehr. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich auch wieder muss. Aber ich mag das Spiel irgendwie. Es hat seine Macken. Ein paar Fehler, die irgendwie merkwürdig rüberkommen. Was bist du denn? Prechować wirczeć. Wąż gadyczny wer. Wejle? Pechum. Trechować, wyrczeć. Parszawy ten. Takuimsa. Wąż gadyczny wer. Zapożyczowania. He? Szratan w nąż gady i więż baku. Parszawy. Nie szamuj do wejle. Nąż gadyczny wer. Promusz moczyć. Okej. Okay. Okay. Im Prinzip kann ich den Riss zumindest öffnen, also aktivieren. Weil der macht Sinn. Weshalb nicht, bitte mal. Brauche ich das Item überhaupt? Ich benutze das mit dem Riss. Weil ich habe es zumindest einmal benutzt. Ich weiß ja noch nicht. Habe ich das dann? Im Inventar. Ich habe eins. Chroma. So, machen wir jetzt nochmal. Ja, wird man braucht, okay. Nehme ich jetzt mich gewundert. So ein wunderbarer Vorgang. Solch bizarre Instrumente zu finden, nur aus dem Fragment einer Gottheit. So können wir echte Zwiesprache mit den göttlichen halten. In wunderbaren Zeiten wir doch leben. Aha. Wir können in einer Zielvilla arbeiten, liegen bei der Alma Mater im obersten Raum der Monatsricht. Ah, da ist noch was. Sonst noch was? Hier gibt's dann Hitter. Ach, Hitter. Treppe, oh Gott. Ich hab den Totenschädel gar nicht gesehen eben. Alma Mater Atrium. Ja. Ich hab keine Ahnung, ob ich richtig bin. Oh Gott. Hauptsache ich dodge den einen Boss nur, um dann 3 Kilometer in der Raumstation rumzulaufen, keine Ahnung zu haben, wo ich bin. Oh fuck, Alter. Okay. Weil ich spawne hier an der Kante, weißt du? Und man einfach erstmal fast runterfällt. Warum ist hier alles zugewachsen? Und das ist ja sehr beruhigend. Hier ist instant ein Riss. Heimat muss probieren. So, hab ich ja die Blume.
siebte Offizierskleben. Yay. Ich habe aber schon eine ausgebaut, also passt das so. Pilze. Oh, okay. Wieso können die Pistolen eigentlich in Second Hand nehmen? Das kann ich auch. Oh. Na, Moment. Entropie Ray. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wir haben gerade das mit dem schwarzen Loch. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier sein. Wir gucken so. Nee, runterspringen ist schon mit. Der Fall noch schlechter. Oh, kann man sogar nicht daran. Oh, Zug ist auf. Ja, das war mir fast schon klar. Oben ist auf jeden Fall eine Aktivierung. Nervenanzug. Ich werde am guten Tag, dass hier noch irgendwas ist. So im Innenbereich hier, wo ich jetzt bin. Da ist jetzt auf die andere Seite rüber. Mich dann nach und nach runterquälen. Das meine ich halt. Man hört halt kaum, dass man ihn halt getroffen hat. Weil, okay. Er stirbt halt. Oh ja, cool. Das ist super.
Der lebt. Ich wollte gerade sagen, okay. So, und da draußen warten auch schon der Dämon auf mich. Da vorne ist ein Boss. Also jetzt habe ich zwei Bosse, die ich machen kann und keinen davon noch hinbekommen. Oh nein, sag mir nicht, ich muss da gezielt runterspringen. Oh nee. Ja, doch wahrscheinlich schon. Ach shit. Eigentlich nicht. Ah, das sind zwei, natürlich. Das ist ja nicht nervtig, eine oder so. Dass nur einer mitkommt erstmal. Machen mehr Damage als die Dämonen und geben weniger Seelen. Was geht mit dem da oben? Wow, ja, ist klar. Heiterstrahlung.
Aha. Geier bin ich? Ah, okay. Never mind, Abkürzung. Okay. Gut. Aber dann nutze ich das. Ich mache jetzt noch ein Level hoch und dann gehe ich jetzt mal offline. 7 Leben. Ich habe eine leichte Rüstung, die ich dann anziehen kann, wenn mal wirklich was sein sollte später oder so. Gut. Weil wir die Kognition hoch machen würde. Wie viel bräuchte ich denn für die Laserkanone? 8. Ja, nee. Das, oh, das ist. Egal, ob das die gleiche Waffenart ist, levelt immer nur die eine davon. Erhöht den Wert für Kognition. Ach, deswegen habe ich 3 Cognition. Okay. Das jetzt mal anziehe, dann sollte ich wieder auf 1 sein wahrscheinlich, ne? Nee, trotzdem. Verstehe ich nicht. Die werde ich auch bald wieder anziehen, aber die ist halt gut, um zumindest zu üben. Die ist sogar leichter, die Klebe. Schade ist auch, dass der Wert nicht direkt daneben steht, aber man direkt nackt. Warum habe ich jetzt einen Beizen? Machen wir erstmal Leben. Damit kann man immer machen. Leben tut man nur einmal. So, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Abend.